willkommen bei den Rotschulderenten. Heute mal ein kleines Filmchen über die Problematik Erpel oder Ente beim Küken bzw. beim Jungtier. Ich filme mal durch meine Voliere. Meine Jungtiere, die sitzen gerade hier und sonnen sich alle. Ich zoome mal ganz ran, das sieht man ja auch schon. Man sieht also jetzt von Weitem, dass die ja alle gleich aussehen. Normalerweise sieht ja der ausgewachsene Erpel so aus. Also mit seinem schwarzen Streifen über dem Kopf und seinen roten Flügeldecken. Deswegen auch Rotschulterenten. Das hier ist eine ausgewachsene Ente. Das ist die Mutter der ganzen Entenschar. Und hier liegen die Jungen. Und wenn wir jetzt uns mal den Kopf anschauen, dann sehen wir bei den Weibchen einen weißen Streifen über dem Auge und ganz hinten am Gesicht. Beim Jungerbel, hier ist zum Beispiel ein Jungerbel, sieht man das nicht. Der hat keine Streifen, seht ihr das? Denn sein Gesicht ist weiß, hellgrau, ohne weißen Strich. Schauen wir uns mal die anderen Küken an. Hier zum Beispiel im Schatten liegt noch ein Erpel. Der schläft hier. Jetzt hier sieht man schön den Unterschied. Hinten die Ente, die Jungente und vorne der Erpel. Die Enten sind alle gleich gezeichnet. Hier hinten liegt wieder, das ist ein ausgewachsener Erpel. Hier liegt auch ein Erpel. Das ist ein Erpel. Oder das wird ein Erpel und dieser hier wird auch ein Erpel. Hier hinten rechts eine Ente. Hier ist auch eine Ente. Hier vorne auch eine Ente. Noch eine Ente. Hingegen zu diesem hier ein Erpel. Und der, wo da hinten liegt, der nicht. Der hier. Das ist auch ein Erpel. Man sieht es also wunderbar an der Gesichtszeichnung. Diese Tiere hier sind übrigens jetzt 9 Wochen alt. Die sonnen sich hier. Wir haben hier 38 Grad im Schatten. Sommer 2018. Und ihr seht, das ist der Geschlechtsunterschied beim Jungtier zwischen Ente und Erpel. Man kann das, wie gesagt, im Moment nur am Gesicht erkennen. Wie gesagt, Ente mit weißen Streifen über dem Auge und Erpel einheitlich grau. Das mal zum Geschlechtsunterschied beim Jungtier.